Ja, hallo, liebe Kassettenliebhaber. Wir sehen hier schon sehr viele Philips-Kassetten habe ich hier. Auch ein Rund. Die richtigen Philips-Liebhaber wissen das, dass die Kassette ja jetzt mittlerweile jetzt 60 Jahre auf dem Markt ist. Und die CD ja ungefähr 40 Jahre. Ja, und dann mache ich jetzt mal heute über die Philips-Kassetten ein YouTube-Video. Bevor ich mit den Kassetten anfange, ich schaue ja auch mal viel auf diese Webseiten, einmal hier Vintage-Kassetten. Und dann gibt es hier auch noch eine Webseite, heißt 45späßes.com. Und dann gibt es auch noch aquabsf.com. Sag mal, über die Seiten bin ich mich so ein bisschen informieren, aus welchen Jahrgängen so die ganzen Kassetten sind. Aber gehen wir jetzt mal wieder zu meinem Küchentisch. Da habe ich nämlich die ganzen Philips-Kassetten liegen. Ja, normalerweise ist das ja die welterste Kassette gewesen. Die habe ich leider nicht. Die ist ja wirklich schon unbezahlbar. Ich habe da vorhin mal geguckt. Bei eBay, ja, so zwischen 160 und 180 Euro wird die da angeboten. Oder für knapp 174 Euro ist die weggegangen. So, hier komme ich zu meiner ältesten Philips-Kassette, eine Philips C60. Da habe ich auch mal vor ein paar Jahren über eBay gesteigert oder gekauft. Ja, ich habe die jetzt in C60 und vorhin habe ich die sogar noch gekauft als C90. Ja, die sieht so aus, Baujahre 66 bis 70. Ich habe mir das jetzt auch so angewöhnt, die doch zu beschriften mit Baujahren. Ich weiß wohl, viele sind da vielleicht jetzt nicht so von begeistert, dass ich da die Kassetten beschrifte, weil die dann wieder an Wert verlieren. Aber ich mache das extra so, damit ich so ein bisschen so den Einblick habe, aus welchem Jahrgang die Kassetten sind. So, dann kommen wir mal zu den Baujahr 71 bis 74. Ja, da besitze ich aktuell zwei Kassetten von. Und hier können wir jetzt auch schon deutlich sehen, wie bunt die 70er Jahre auch wieder waren. Jetzt habe ich da einmal die Philips C60. Ja, quasi in Rot. Sag mal, mit den roten Punkten. Und dann habe ich hier die C90 mit den blauen Punkten. Also haben Sie jetzt hier wieder die Spiellängen dann wieder nach Farben. Und dann gibt es eigentlich auch noch die C120 in Grün, aber die habe ich noch nicht. Die ist wirklich schon richtig selten geworden. Dann kommen wir mal zu meinem Geburtsjahr, 75. So, sind wir bei 75 bis 77 da angekommen. Nochmal im Vergleich zu der ab von 71 bis 74 hat sich das Design jetzt hier schon wieder geändert. Aber mit den Farben ist das noch so geblieben. Das heißt 60 Minuten rot, 90 Minuten blau. Und das ist jetzt hier die Standardqualität. Quasi so die, quasi die günstigsten Philips-Kassetten. Und dann gehen wir mal ein bisschen mit der Qualität höher. Ja, dann sind wir jetzt hier bei der Superqualität angefangen. So sieht die denn aus, dann schon ein bisschen wieder anders gestaltet. Da heißt, die Punkte sind jetzt alle in Silber. Und der Hintergrund ist in Rot bei der 60er. Und dann haben wir hier die C90er in Blau. Aber die Punkte sind auch in Silber. Aber da sind beides auch noch Ferro Typ 1 Kassetten. Aber die Qualität ja soll schon ein bisschen besser sein. Sonst wird da ja auch kein super Qualität draufstehen.
So, und jetzt haben wir hier noch die Chromdioxid. Aber hier habe ich dann nur die 60er. Hier sehen wir auch, die Punkte sind alle in Silber gehalten. Und da ist das jetzt hier noch nur noch so ein roter Streifen bei 60 Minuten. Und da gibt es natürlich auch noch in 10, 90 Minuten. Das ist dann auch in Blau. Dann machen wir mal ein bisschen weiter. Dann fangen wir jetzt mal mit 78 an. So, jetzt sind wir bei der Baujahre 78 bis 81. Hier sehen wir auch schon wieder, jetzt hat sich das Design geändert. Jetzt sind wir erstmal hier bei den Standard-Ferro-Dingern hier. Dann haben sie die C60 dann ganz in Rot gemacht. Und es steht auch nur Ferro drauf. Bei den 90 Minuten dann in Blau. Sag mal, die Farben sind immer noch geblieben. Rot für 60, Blau für 90 und Grün für 120. Aber die 120er habe ich leider nicht. Die sind schon viel zu selten. Auf jeden Fall so sieht das aus bei den Standard-Ferro. Und jetzt haben wir hier die Super-Ferro. Die ist nur in Silber, egal welche Spiellänge. Hier haben die dann nur den, so ein bisschen das in Blau gemacht. Super-Ferro. Die ist eigentlich immer nur in Silber. Und gehen wir mal mit der Qualität höher. Jetzt haben wir hier die Ferrochrom. Hier ist das richtig in Schwarz, das Cover. Auch die Kassette fast in Schwarz. Außer, dass die Zahlen jetzt nur noch rot oder blau sind. Und hier haben wir Chromium, Chromdioxid. Haben sie das auch in Schwarz gehalten. Und da ist das Fenster schon so ein bisschen anders. Ja, und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter mit den Baujahren. Oh, sorry. Ich habe ja hier auch noch eine von 78 bis 81. Da gab es auch die Studio-Qualität. Aber da frage ich mich wieder, wieso haben sie hier Studio-Qualität da hingeschrieben? Sagen wir mit einer Bandgeschwindigkeit von 4,75. Typ 1 erreicht man ja eigentlich noch keine Studioqualität. Vielleicht so gerade HiFi-Qualität, je nachdem. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen, ob man die Kunden ein bisschen veräppelt hat. Oder wieso hat man das Studioqualität genannt? Auf jeden Fall, das ist jetzt so die letzte von 88 bis 81. Ja, jetzt habe ich hier. Sind wir jetzt hier bei 81 bis 83 angelangt. Ja, das ist leider kein richtiges Cover. Das ist, da habe ich auch nicht so aufgepasst. Das ist aus dem Drucker. Das wurde einfach gedruckt. Sieht man auch, das ist ein bisschen unscharf. Das ist die Ferro C60 aus den Jahren 81. bis 83. Und jetzt habe ich hier auch noch eine Philips-Kassette. Aber die habe ich leider ohne Cover. Da habe ich nur die Kassette. Die ist so von 84 bis 85. Ja, dann will ich mich mal bedanken fürs Zusehen. Ja, dann bis zum nächsten Video. Und Wiedersehen.